verliere ich den Rentenanspruch auf meine Altersrente wegen zu hohen Hinzuverdienst. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Für das Jahr 2020 gilt eine neue befristete Hinzuverdienst-Freigrenze auf die Altersrente von 44.590 Euro. Und das nehmen natürlich viele Rentnerinnen und Rentner oder Arbeitnehmer zum Anlass und sagen, okay, jetzt gehe ich in Rente zum 1.9.2020 und beantrage meine Altersrente und gehe aber trotzdem weiter arbeiten. Was passiert dann ab dem 1. Januar 2021? Denn da gilt die neue oder die hohe Hinzuverdienstgrenze von 44.590 Euro eben nicht mehr. Und dann kann es natürlich passieren, dass unser Rentner oder Arbeitnehmer auf einmal einen Bescheid bekommt von der Deutschen Rentenversicherung. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Rentenanspruch aufgrund des hohen Hinzuverdienstes erloschen ist. So, weil Sie verdienen ja weiter. Das Gesetz sieht in diesen Fällen selbstverständlich vor, dass diese Altersrente dann in der Tat erlöschen kann, und zwar der Rentenanspruch als solcher. Also so sagt es uns auch der § 34 Absatz 3 Satz 4 SGB 6. Und da müssen Sie sich aber bitte keine Sorgen machen, auch wenn Sie in der Zeit keine Rente bekommen, also der Anspruch weg ist, und Sie irgendwann mal diesen Hinzuverdienst nicht mehr haben, stellen Sie ganz einfach wieder einen neuen Rentenantrag. Das müssen Sie natürlich vorplanen und auch wissen. Nicht, dass Sie dann auf einmal dastehen und sich wundern, jetzt kriege ich keine Rente. Wieso zahlen die mir die Rente nicht? Also das müssen Sie bitte berücksichtigen. Sie müssen selbst hier eingreifen und einen Rentenantrag stellen. Das ganze Spiel geht nur bis zur Regelaltersgrenze. Das heißt also, auch dann, wenn Sie die Regelaltersgrenze erreichen, müssen Sie bei zu hohen Hinzuverdienst, also wenn die Rente sozusagen erloschen ist, die Auszahlung eingestellt worden ist, müssen Sie hier einen entsprechenden Rentenantrag stellen. Und das ist genau der Unterschied zur Erwerbsminderungsrente. Bei der Erwerbsminderungsrente führt ein zu hoher Hinzuverdienst nur dazu, dass die monatliche Zahlung eingestellt wird, aber der Rentenanspruch als solcher weiter fortbesteht. Unter Umständen könnten Sie sogar bei der Altersrente vielleicht, wenn da noch Wartezeit gefehlt hat, dann auch in eine günstigere Altersrente kommen. Also nicht vergessen, nach der Beendigung Ihrer Tätigkeit des Hinzuverdienstes sofort einen Rentenantrag stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.